Hallo und herzlich willkommen wieder mal zu Minecraft Prior und wir sind in Misty's World, sind wir tatsächlich in Misty's Unterleib und mit dem Merlimo oder so. Ja, das Publix verwartet nicht so, und hinter der Wege will ich ja raus. Auf jeden Fall. Und warum habe ich eigentlich ein weißes Bett bei? Weil ich da drin geschlafen habe und ich das eigentlich zurücksetzen wollte in unseren Schlafraum, aber du hast es aufgenommen, ja. Mit dem Afterburner. Alter, nee. Die Musik ist auch leicht arschlaut. Hast du ein paar Kartoffeln für mich? Ein paar bestimmt, ja. Kommt zwei. Warte, du musst mir die ganz weit wegwerfen. Ganz weit weg. Das sind aber nur einzelne. Ja, egal. Okay, wann ist Maximum? Alter, Maximum Power Achieved. Oh nein, oh nein. Alter, wie weit? So ein Müll. Ich glaube, ich gebe dir dann doch lieber... hier, die kannst du doch haben. Danke. Richtig gut. Oh, ist so auch schön, hier die erstmal hier in dieses Gas, in diese Säure zu setzen und dann zu essen. Ja, und dann isst man die am liebsten, ja. Durch den Respirator hindurch, das ist auch sehr sinnvoll. Nochmal so einen schönen extra Geschmack. Ja, wer hier die Anfänge nicht gesehen hat hier von Misty's World, dann genau. Unbedingt beim Merlin Mo oder auch so vorbeischauen. Ja, oh, hier ist alles giftig, hier leben bestimmt die Hentai-Oktopusse. Ja, so ist das wahrscheinlich. Aber aufs Thumbnail. Ja, das wäre super. Wer weiß. die Spuren. Das ist ein schönes brauchbares PNG gibt, ne? Ja, dann hat sie sich sofort. Das sieht abgefuckt aus. Oder ich habe ein Schwert geworfen. Was ist das denn? Ach, normaler Kies. Okay, bei Manny wird stark gehämmert, also nicht wundern, wenn ihr irgendwas hört, ja. Ja, immerhin wird nicht geschliffen. Ja. Geschleift, die Burgmauern werden geschleift, so. Ja. Wo bist du? Alter, ich bin hier beim Säuresee. Ja, da gibt's zum Glück nicht 1 Million. Oh, scheiße, ich bin reingefahren. Nee, gibt's nur einen Säuresee. Hier gibt es nur eine. Kurz untergetaucht hier. Hat mich keiner mehr entdeckt. Ja. Oh, scheiße. Oh, hier sind wieder die Klippen. Witzig, wenn du in der Säure schwimmst, dann siehst du die Klippen so. Das sieht voll lustig aus. Ja, das ist Clear Water dann. Ja, ziemlicher Scheiß. Heftig. Alter. Ach, das bist du. Oh. Nein, plötzlich. Ich wollte dich eigentlich von hinten überraschen. Weiter, das klang falsch. Zensiert. Schade. Ja, wieder fürs Thumbnail. Ja, so. Oh, es gibt hier definitiv noch weitere Schichten, Ebenen, sonst was. Down Border, okay. Ist wie die Kante. Und zumindest waren das geplante Features. Und da oben sind wieder Thorpecraft-Kristalle. Also, wie man auch letzte Folge gesagt hat, einiges hat sich hier geändert im Pack. Ja, wie, ihr habt es nicht geguckt, wo sind eigentlich die geraden Folgen? Ja, scheiße. Ist so dumm. Also es gibt tatsächlich Leute, also die haben wirklich... Also ich habe heute mal die Lust, heute nur bei diesem Projekt, nur ungerade Folgen. Ja, klar, weil andere gibt es ja nicht, da fragt man auch gar nicht, warum. So artistische Züge, so ja, ich mag nur gerade Zahlen oder so. Und dann guckt man natürlich nur die, aber es ist tatsächlich vorgekommen, also es ist gar nicht mal so abwegig leider. Ja. Da ist wieder Kristall. Dass der gerade guckt und sich angesprochen fühlt, Idiot. Das ist auch irgendwie komisch, warum wir das ins Outro immer machen und dann passt das ja wieder mit den Folgen ganz komisch. Ja. Wo kommen denn plötzlich die geraden Folgen her? Das ist ja... So ein Dreck, ey. Verdammt, wieder mit der falschen abgeworfen. Ja, ich würde sagen, dann gucken wir noch ein Stückchen und gucken mal, ob sie da noch irgendwas gibt. Ich bin schon wieder draußen, also... Also ehrlich? Ja. Müssen nicht noch in der Säure baden? Ja, wir haben eh schon alle Erze gefunden. 71%. Also relevant. Ich nehme das Nubium, nehme ich mal wieder mit. 71%? Ich habe nur 60, lustig. Na gut, ich war auch erst mit dem Tode am Anfang. Mysterious Disc, die hätte ich ja gerne von Misty World. Oh ja, das ist wirklich bestimmt mysterious. Bestimmt kommt dann ein Pokémon-Intro. Ja. Oh, die Filterkohle gibt es nicht mal nur an den Hängen, die gibt's auch so. Ja, ich habe die eben auch schon mal gesehen, ja, aber ich kenne noch keine Nubium-Spitzhacke. Hast du die jetzt? Nee, oder? Oder hast du jetzt eine? Nee, die habe ich ja dann, ich habe jetzt 6 Ingots, also deswegen prinzipiell möglich. Ja, ich habe jetzt schon 2 Filter. Oh. Filter. Okay. Die FPS sind aber auch alles andere als stabil, aber was soll's. Oh ne, 3 Filterkohle sogar. Lustig. Alter. Wir haben das gute Zeug hier, wenn wir mal endlich von. Was wäre denn, wenn ich jetzt nochmal eine dazu packen würde? Jetzt hat er 60%. Oh nein, die Kohle verbraucht sich. Ah. Ah, das ist auch super. Ha. Was? Wenn man diese Fibers reinigt von diesem Schwamm, fungieren die auch als Filter. Was für Fibers? Was man aus diesen komischen Stalaktiten kriegt. Ach so. Da kriegt man Essen raus aus dem Meat und aus den Fibers kann man, wenn man die reinigt, kann man dann auch so einen Cola-Ersatz machen. Das ist auch ganz praktisch. Oh nein, lustig. Warum ist da eine Katze? Was?
Ozelot. Komm mal zu mir. Nee, das ist Blue Slime. Hä? Ach, das ist ein Boah. Ich dachte gerade schon. Alter, hier geht's los. Alter, hier geht's wirklich ab. Ja, ja. Ja gut, hier spawnen also kaum Monster am Tag, ne? Also nichts fast. Ja. Alter, die Slimes. Oh, hier kann man eine richtige Farm machen. Ja doch, das ist wirklich praktisch. Oder die Deppleiter. Was ein Assi. Wie der rumhüpft. Also die Terrarium-Musik. Die passt relativ. Oh nein, ich hab Gift. Das ist gut. Ich frag mich woher. Ja. Von wessen Schwert, ja. Heftig. Okay, aber ich vermisse das Minecraft-Texture-Pack. Ihr müsst einfach überall hin tun. Jetzt ja. So Plot Twist, erstmal Minecraft-Texture-Pack reinmachen, alles texturiert. Nur kurz, ja, alles texturiert, Alter, Vater. Okay, aber habe einige Sachen schon gesammelt hier. Na ja, gut, früher wäre das kein Problem gewesen für uns. Da waren wir noch ein bisschen hobbyloser, ja. Alter, das ist ein Formcraft-Tree. So bestimmt so ein Dungeon-Ding. Ah, nee. Warum ist denn hier ein... Einfach so total unpassend hier, so ein Greatwood. Den nehme ich jetzt mit. Ja, yeah, die spawnen hier auch, das ist auch ganz komisch. Bist du schon wieder hin hier? So schnell abgehauen? Na toll, jetzt war ich gerade kurz davor, den abgebaut zu haben. Boah. Ey! Na, so geht's natürlich auch. Alter, die Partikel. Sehr schön. Und da haben wir ein bisschen was für zu Hause. Die passen auch bestimmt gut in unseren Wald. Nö. Statt der normalen Kackbäume. Ich finde die normalen schön. Ja, auch, natürlich. Aber das ist hier... ich geh jetzt nach Home. Man ist elitär. Ja, ich glaube, wir gehen mal nach Home. Da kommen wir ein paar Pflanzen mal von denen. Hier, dieser Baum ist ja richtig scheiße hier. Ja. Nee, der ist voll schön. Warum ist der scheiße? Steht der im Weg, meinst du, oder wie? Nee, aber der ist so fett und der besteht aus Pilzen. Ja, das ist cool. Ich weiß ja nicht. Oh ja, so cool fand ich den nämlich auch. Ja, aber den neben dem Haus müssen wir stehen lassen. Da springe ich nämlich immer vor den Folgen rum, wenn ich nichts zu tun habe. Das ist gut. Aber das sind immer 2x2 oder wie war das, ne? Die Great Woods? Ja. Ja, aber die wachsen meistens nicht. Vielleicht hat er das mal gefixt. Die müssen wachsen. Jetzt hol ich da gleich Knurkenmehl. Das blöde Kreuz hier. Das geht auf jeden Fall nicht. Ja, das ging dann nicht. Oder der hat es eingefügt. Ich weiß es nicht. Wie viel, was sagt die Folge? Die sagt 8,41. Jacob Howard sagt die, ja. Ja gut, dann können wir mal gucken, was wir bei Arma Plus noch machen können, ne? Genau, der Arma Plus, die pflanzt dann gerade noch ein bisschen was. Und dann können wir mal gucken, weil wir haben ja einige Sachen aus dem Ende. Dafür waren wir auch da. Nee. WTF. So. Da gibt's nämlich einige Sachen aus dem Ende, das wechselt. Die Ultimate Material. Dafür brauchen wir Guardian Scale, Witherbone, Ender Dragon Scale. Ja, das müssen wir eigentlich alles haben, ein bisschen. Nicht viel, nee, aber in ein Mengen nicht, leider. Aber vielleicht kriegen wir da mal irgendwie so ein Rüstungsteil zumindest. Oh davon. Nein, die Kisten buggen wieder. Die Sachen wurden wieder rausgelöscht, irgendwie. Was? Oh nein! Warum denn einfach so? Oh, ist so toll. Ich liebe diese Mod so. Es ist einfach so toll. Die müssen wir verbrennen, die Modifikation. Oh nein, ich darf sie wieder lassen. Lass uns den Mod-Entwickler bitte haten und den als Hurensohn. Oh ja, das ist wirklich ein absoluter Hurensohn. Vor allem, das hat sich ja Ewigkeiten nicht mehr geupdatet und der hat trotzdem Scheiße gemacht. Wow, super, da fehlen uns jetzt einige Materialien auch noch. Oh. Boah, ich beschimpfe den Mod-Entwickler als Hurensohn. Ja, doch, hat er echt verdient. Scheißdreck. Ich kann nur so eine Scheiße machen. Wir müssen ihm das Video schicken, dem Idioten. Ja, echt. Er soll das auch gucken, auch auf Deutsch. Er soll gefälligst noch die Sprache lernen für das Video. Ja, ja. Also echt. Ich meine, der sieht ja, was abgeht. Oh, ist ein Ei. Isles, ja. Dann können wir fast schon mit Dingens. Alter, mit Thorncraft anfangen. I had the strangest dream last night. In the dream, I took 3 of those strange crystals I've been finding and ground them with a handful of redstone in a bowl using. Ja, a piece of shit. Geschichte, scheiße. Steht da wirklich piece of shit? Ja, genau, das steht hier. Redstone in the bowl using a piece of flint. Okay, kann man die dann zermahlen? Ah, das Lied. Holy shit. Zerzeichnen. Tribal Wind? Wild. Achso, es ist Rollercoaster Tycoon Musik. The crystals had to be of different types, but if I did it properly, then the result was a strange glowing dust. Salis Mundo, sozusagen. In the dream I took the dust and sprinkled it on a bookcase, but the dream ended before I saw what happened. Ja, was könnte da bloß rauskommen? In der Thermonomicon? I wonder, should I do what the dream showed? Nein, sollte ich nicht. Bloß fernhalten. Oh nein, da ist Kyle. Oh nein, Kyle Riem. I have the impression the dust was going to reveal something wondrous, but dangerous. Okay, wir brauchen natürlich dieses tolle Salis Mundus. To create Salis Mundus, take 3 V-Crystals of different types and combine them with redstone dust by crafting them with a flint and a bowl. Ist das nicht eher was-Crystals? Ja, Alter, bitte nicht aufmachen, nicht aufmachen.
Wollen wir reinlassen? Nicht fallen lassen, nicht fallen lassen. Wo kam das denn nochmal her? FIFA. Was? FIFA, wenn der Torwart gehalten hat. Achso, ja genau, nicht fallen nicht lassen. Nicht fallen lassen. Oder der macht Scheiße. Ah, endlich. Boah, oh nein, Hauptsache, ist hier kaputt gegangen. Hauptsache alle Möbel abgebaut, aber... Ja, ja, es ist... So ein Müll. Ja, dann, warum kriegt der Damage hier? Ist irgendwo... Ja, hier ist ein unsichtbares... irgendwas Unsichtbares ist hier. Ah, weg. Haben wir... Okay. Ja, ich habe zum Glück noch... Ich habe zum Glück noch Redstone gesammelt, sonst hätten wir nämlich jetzt gar nicht anfangen damit können. Okay, mit Flint... Flint haben wir, glaube ich, auch. Hast du Flint irgendwie noch? Ja, ja. Alter, die Musik... Flint ist unten. Ich hab noch Flint. Wenn die nicht gelöscht wurden, oh. Ja, deswegen, ja, ja, das, ich hab aber schon selbst was. Und ja, ein, ja, hier ist Flint. Und eine Schüssel. Okay, klappt das einfach so? Achso, wir brauchen natürlich noch die Kristalle, meine Damen und Herren. Ich will ein bisschen was wegpacken. Hier das, so. Wovon haben wir denn viel? Wir haben V-Crystals, genau, V. Wie, was? Das sind V-Wörter, sind das? Ja, ja. Fangen wir mal an. Ist das nicht egal? Alles Adjektive. V-Crystal? Da gibt es bestimmt das Rezept für. Ach, drei. Of different types. Ja, ja, okay. Sollte man eventuell auch mal lesen. Honeyed Slice. Slice of Life, ja. Okay, zack. Honeyed SL-Eis. Ja, das gute SL-Eis. Mit Honig. Oh ja, Salis Mundus. 27, ja. Hoffentlich reicht das erstmal. Was wollte ich denn jetzt? Ist viel zu viel, oder? Ach nee, man kann noch Badesalz draus machen. Die machen eine lustige Comedy. so ein Scheiß. Oh Mann. Kennst du wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Die waren damals mal in Badesalz. Richtig dumm. So, Salis Mundus. Jetzt brauchen wir nur noch ein Bookcase. Oh, ja, die sollten noch irgendwo hier sein. Ich suche auch immer an falschen Orten. Hier, Oak Bookshelf. Dann machen wir dir auch mal eine Thaumonomikin, ne? Nö. Da hast du viel Freude dran. Nein. Schade. Oh, Magic. Oh ja. Soll ich mal ein paar Monster reinlassen? Ja. Wollen wir das reinlassen? Nein, das ist besser nicht. Benny, du kannst deine eigene Thaumonomikin kannst du holen. Alter, wie die hier warten. Nein, wo denn? Hier, Nein. Naja, ich weiß, wie das funzt. Im ersten Keller ist ein Bookshelf, ja. Magie! Das sieht so toll aus. AIDS. Oh ja, Thaumonomikon, ja. Und rein. Und ich krieg noch nicht mal ein... First Steps, was, doch. Wo rein? Types of Knowledge. Knowledge. Here in my garage. Here in my garage. We're not flawless. Oh, doch. Oh, es wird immer schöner, die Mod. Oh, jetzt ist es so ein richtig fettes Gui. In progress. Ich hasse es. Ich hasse es! Ja. Oh, Knowledge Totals, einfach nichts. Ja, ja, das ist toll. So ein Scheiß. Das Jon Snow's Knowledge Totals ist das. Jon Schnee. So ein Scheiß, das hatte ich ja gar nicht gewusst, dass das von diese scheiß Namen von Game of Thrones auch auf Deutsch so richtig dämlich übersetzt wurden. Ja, ja, so Game ein of Thrones ist eh von Arsch. Jon Schnee und so ein Bullshit. Oh. Ich dachte, das können die nicht ernst meinen, dass sie das auf Deutsch übersetzen. Das ist eigentlich gut an der Serie. Wenn andere Serie das gemacht hat, da gab es immer einen mega Shitstorm und da heißt er einfach Jon Schnee. Ja, das wird eh sowieso hinterher gehypt wie sonst was, keine Ahnung. Ja, das ist overhyped schon, ja, das ist ein bisschen dumm. Who would have thought that a few sprinkles of dust could have created this marvelous book? It is mostly blank, but it hints at a powerful new form of magic, Thaumaturgy. I need to study the magical world that it has been shown for to me, okay? For that I will need the tool. A thermometer, the book calls it. Hä? Komisch, okay. Ja, ein Thermometer müssen wir jetzt auf jeden Fall herstellen. Alter, wie das aussieht. Das sind Barcodes. Ja, aber echt, da habe ich es ausgefühlt. Types of Knowledge. Scan das mal gucken, welches Produkt da rauskommt. Bestimmt das Kochbuch von Ralf Klinger. Alter, ich hoffe es. Googelt mal das Ralf Klinger Kochbuch. Achso, nee. Oder auf dem Kanal am besten, ja. Ja, auf meinem Kanal. Ralf Klinger müsste auch im Titel stehen. Ganz normales Kochbuch. Mega Lachflash. Ja. Aber das ist auch wirklich dämlich. Toll, dass ich das heimlich mal aufgenommen habe. Mhm. Oh, Privatgespräch zwischen mir und Henrik. So geht's dann ab. Aber das ging früher so ab. Mittlerweile ist es ja langweilig geworden. Ja. Wir sind ja mittlerweile wie so ein altes Ehepaar. Ja, so ist das leider. Soll ich das mal abbauen? Alter! Einfach die ganze Horde fällt runter. Alter! Oh nein, die Dinger sind, glaube ich, kaputt, die Dinge. Die Dinge?
Egal, wir haben noch genug. Nee, die liegen hier. Ach so, ja gut, dann... Du hast so ein tolles Inventar anscheinend, ja. Ja, ja, das stimmt. Woher weißt du das? Oh. Ja, woher wohl? Okay, eins ist verloren gegangen, schade. Ach nee, doch nicht. Oh nein. Jetzt ist gut. Wie macht man denn, wie das aussieht hier. Wie macht man denn nochmal den Zaubertisch? Da muss man doch einfach auch nur... Nee, mit dem Zaubertisch, was geht ja nicht mehr. Zaubertisch. Arcane Workbench. Wie macht man das denn nochmal? Gar nicht. Ich bin ja so eingerostet. Einfach mit Holz. Nee, nee, kann man nicht craften. Achso, hier steht das ja auch. Ja, das steht da. I need to send it while crafting it a quite delicate. A sprinkling of Salus. Wieder Salus Mundus. Ach so, okay. Das ist ja easy cheesy. Salus Mundus wieder. Easy cheesy, oh Mann. Jetzt. Salus Mundus? Ja. Ja, ja, das ist so das neue Magie-Ding. Brauchst du keinen Zauberstab mehr wahrscheinlich. Nee, Zauberstab, die wurden entfernt tatsächlich, ja. Als ob. Da gibt es ein anderes System. Aus dem Wand of Equal Trade und so? Keine Ahnung. Das war oh nein, wie hässlich. Wie hässlich. Oh nee, ich will jetzt auch nicht chiseln. Guck mal, wie doof das aussieht. Was? Da, der Stein. Hä? Da drunter, unter dem Obsidian. Ach so. Naja, muss man da damit leben. so, nein. Nein, da würde ich sagen, Salus Mundus und Ghost. Oh, ein bisschen Badesalz drauf gestreut. Geil. Oh. Die kommt Badesalz. In unseren Werkraum. Du musst mal das Bild einblenden von den Typen, die zu viel Innovative Fantasy geguckt haben. Ach so, ja, ja, das muss ich wirklich. Oh. Mit dem Badesalz oder was das war. Nee, das ist so ein Knisterbad, was ein Scheiß. Oh ja, das ist geil. Hast du bestimmt auch gemacht. Das ja, hat viel Spaß gemacht. Absolut, ja. Okay, wir brauchen Gold und eine Glaspane. Ja, zum Glück ist unser ganzes Gold weg. Ne, außer in den Kisten. Ah, das ruckelt wieder. Was wollte ich denn jetzt hier wieder? Ach so, chiseln, genau. Ja. Alter. Die Fruity Peace World. Alter, die können wir gestohlen bleiben. Bedede. Es ist leider ein bisschen laut, aber es ist so laut, dass es nicht mehr leiser geht, weil das so gemastert ist. Richtig dumm. I am the master. Ja, echt. I am the master. Ich muss mir mal die alten Musikranfolgen angucken, die sind toll. Oh ja, hier ist wieder gelöscht. Wow. Haben wir keine Glassachen mehr? Okay, wir sind ja schon über die Zeit. Okay, 20 Minuten. Dann würde ich sagen, dann kehren die Magier in der nächsten Folge zurück. Der Melimo ist ja eigentlich der wahre Magier. Ja, ja. Magier. Melimo, unsere oder auch so. Unsere Magier wird sie nicht in Grenzen halten. Magier. Ja, dann würde ich sagen. Oh, es touched. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Wenn's wieder heiß. Ist vor Prior. Nee, so sagt man das. Macht's gut, wenn's wieder heiß, Prior. Ja, genau. Ja. Beim nächsten Mal könnt ihr es erst gut machen. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüssikowski. Alter, oh nein, bitte nicht. Alter, hör auf. Penis. Hör auf. Alter. Ich fliehe lieber. Scheißdreck.